Hier darf ich Ihnen kurz unsere neue Oxidationsfilteranlage Fermalik vorstellen. Diese Anlage wird eingesetzt in der Eigenwasserversorgung, wenn Aussiedlerbauernhöfe zum Beispiel eigene Brunnen oder Quellen haben. Wenn das Wasser dort belastet ist und keine Trinkwasserqualität aufweist, zum Beispiel durch Eisen, Mangan, Schwefel, Wasserstoff, dann kann man das mit dieser Filteranlage entsprechend aufbereiten. Das Wasser wird vom Brunnen gefördert, kommt dann in die Filterbehälter, wird dort verdüst und wir blasen im Querstrom dann Luft dagegen. Dadurch erfolgt eine Ausgasung von leichtflüchtigen Stoffen wie Schwefelwasserstoff, CO2 oder es wird auch Ammonium reduziert. Im Anschluss fließt dann das Wasser durch mehrere Filterstufen. Es wird Eisen reduziert, in der zweiten Filterstufe Mangan reduziert und sonstige Schmutzstoffe. Wenn die Anlage dann mit Schmutzstoffen belegt ist, erfolgt eine Strömungsumkehr und das Filtermaterial wird zurückgespült und die Schmutzstoffe werden in den Kanal abgeführt. Nach der Spülung erfolgt dann wieder die Umschaltung und Sie haben wieder Trinkwasserqualität in bester Qualität zur Verfügung.